So, Herr Kölner, ja, der TSV 1860 verliert seinen ersten Test der Wintervorbereitung, aber hat trotzdem sehr viele Sympathien gewonnen. Wie sehen Sie es heute? Ja, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, über 120 Minuten. Ich glaube, wir sind denkbar schlecht ins Spiel gestartet. Man hat schon gemerkt, gestern 45 gespielt wieder. Heute dann lange Anfahrt und dann sind wir gleich kalt erwischt von den ersten Minuten. Umso beachtlicher, dass die Truppe dann trotzdem zurückgekommen ist. Ich glaube, wir haben dann die ersten 60 Minuten immer mehr ins Spiel gefunden. Zwei Tore gegen den Bundesligisten. Dann in den zweiten Block, dann in den ersten 30 Minuten absolute Spielkontrolle. Und dann in den letzten 30 Minuten, das war Hoffmann nochmal neu gewechselt hat, glaube ich, haben wir dann, war es dann ein Spiel, wo wir dann schon intensiver zu Werk gegangen sind. Aber einmal unaufmerksam, das war leider das einzige Problem. Umso schade und umso ärgerlicher, dass dann dass wir das Spiel dann rausnehmen können. Besonders auffällig auch heute, der zweite Anzug sitzt. Absolut, also vor allem in den ersten 30 Minuten, ich habe es Ihnen dann in der kurzen Pause dann gesagt, hat, es wird das schwierig, das Niveau nochmal zu halten. Aber so wie die das Spiel übernommen haben und Hoffmann hat dann nur fünfmal gewechselt, mit dem war ich echt richtig zufrieden. Und ich glaube, für uns war es jetzt die zwei Tage uns richtig gelohnt. Gestern, dass alle im Verein das möglich gemacht haben, dass wir gegen Nürnberg spielen konnten. Und heute, dass wir den weiten Weg nach Hoffmann genommen haben, um hier 120 Minuten zu spielen, das war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ein großes Thema im Umfeld ist natürlich auch, kommt noch ein Neuzugang, ja oder nein? Was können Sie dazu sagen? Ja, Lukas Rupp wird zum Beispiel gehandelt. Ja, genau. Wir haben viele gehandelt. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Da hat jetzt gestern nichts geändert. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir dranbleiben an dem Thema und im Verein, wie gesagt, alle Möglichkeiten ausloten, dass wir Transfertiges machen können. Und ich glaube schon, dass sieben heute an dem Spiel und gestern auch, dass wir auch schon eine gute Qualität haben. Aber ich glaube, unseren Topmann auf jeden Fall noch gut zu Gesicht steht. Heute Abend das Adventssingen im Grünwalder Stadion. Können Sie eine Botschaft hinschicken? Ja, so ein fleißig singen und Baum singen und vor allen Dingen zu Glühwein trinken. Weil das am Ende dem Verein zugute kommt oder die uns ausrichten. Ich war vor der Corona-Krise, wie es das letzte Mal war, war ich im Stadion. Das hat mir richtig gut gefallen. Es war mein erstes Weihnachten bei 60. Und ich hoffe, dass wir einen schönen Abend haben. Eine besinnliche Weihnacht vor allen Dingen ein bisschen einläuten. Ich hoffe, dass es uns da irgendwann einmal gelingt, dass wir aus dem Alltagsstress oder Fußballstress wieder rauskommen und dann ein bisschen runterfahren können, dass wir ein paar Tage zur Ruhe haben. Aber von dem her wünsche ich allen beim Adventssingen einen schönen Abend und vor allen Dingen ein paar besinnliche Stunden und fleißig singen, vor allen Dingen, dass die Kehlen warm bleiben oder warm werden.